Jetzt soll der Oberflächeninhalt eines Prismas berechnet werden. Wir haben hier ein Schrägbild des Prismas und wir fangen wieder an mit der Grundfläche. Und da ist immer erstmal die Herausforderung herauszubekommen, was haben wir für eine Grundfläche. Wir haben jetzt hier ein Trapez und deswegen können wir auch ein Trapezprisma dazu sagen. Und deswegen habe ich mal zur Unterstützung einmal nochmal die Grundfläche skizziert. Das ist die Grundfläche, einfach nur dieses Trapez, was wir haben. Und eine Grundfläche in Trapezform, also ein Trapez, berechnen wir immer die beiden parallelen Seiten, die addieren, das durch 2 rechnen und das Ganze mal die Höhe. Die Höhe müsste ich jetzt hier noch einzeichnen, weil das müssen wir uns nochmal anschauen. Denn die Höhe ist jetzt nicht die Körperhöhe gemeint, sondern die Seitenhöhe. Also nicht die 12 cm gemeint, sondern bei der Grundfläche sind eben die Seitenhöhen gemeint und das sind die 18 Zentimeter. Gut, also können wir das Ganze jetzt ausrechnen. Wir haben also eine Grundfläche 5 cm plus die andere parallele Seite plus 13 cm. Das geteilt durch 2. Und mal die Seitenhöhe von 18 Zentimetern. Da kommen jetzt 162 Quadratzentimeter heraus. Wichtig ist, wenn ihr das im Taschenrechner eintippt, dass ihr hier das Ganze entweder in Klammern setzt, 5 cm plus 13 cm, Klammer zu, oder nach dem plus 13 erstmal auf ist gleich drückt und dann erst geteilt durch 2. Ansonsten rechnet euer Taschenrechner nämlich Punktrechnung vor Strichrechnung und dann kommt etwas Falsches heraus. Gut, wir haben jetzt die Grundfläche und um die Mantelfläche zu berechnen, brauchen wir nämlich, das hat man bei der Aufgabe mit dem Netz gesehen, bei dem anderen Video, brauchen wir einmal den Umfang, weil die Mantelfläche besteht aus nichts anderem als einem großen Rechteck, bestehend eben aus dem Umfang mal die Seiten oder die Körperhöhe. Jetzt die Körperhöhe. Man könnte natürlich jede Fläche einzeln berechnen. Ja, das sind ja jeweils alles einzelne Rechtecke. Aber am einfachsten ist es, wenn wir eben das uns gedanklich aufschneiden und dann ein großes Rechteck, das große Rechteck bestehend aus dem Umfang und der Körperhöhe. Gut, um den Umfang schauen wir uns einfach nochmal an. Wir haben hier die Seiten gehabt, 5 cm plus 18,2 cm plus 13 cm plus 18,7 cm und das Ganze rechnen wir jetzt mal die Körperhöhe und die Körperhöhe waren die 12 cm. Guck mal, dass es halbwegs wieder raufpasst. 12 cm. Gut, das Ganze können wir hier zusammenrechnen. So, wenn wir nämlich den Umfang zusammenrechnen, kommen wir auf 54,9 cm. Das Ganze empfiehlt sich, dieser Zwischenschritt. Ansonsten kann man sich gerne mal mit dem Taschenrechner vertun. Auch hier wieder das Problem mit der Klammer. Also 54,9 cm und das Ganze mal die Körperhöhe von 12 cm. Und da kommen wir auf eine Mantelfläche von 658,8. So, und jetzt einfach nur noch den Oberflächeninhalt berechnen. Den Oberflächeninhalt jetzt wieder bestehend aus 2 mal der Grundfläche, also 2 mal die 162 Quadratzentimeter plus einmal die Mantelfläche, also plus 658,8 Quadratzentimeter. Und da kommen wir auf einen Oberflächeninhalt von 900 und 82,8 Quadratzentimeter. Gut, wichtig, wie gesagt, beim Oberflächeninhalt, ihr müsst erstmal erkennen, was ist für eine Grundfläche, dann einzeln die Grundfläche berechnen. Da bietet es sich vielleicht nochmal an, die Grundfläche sich zu skizzieren, um das Ganze nicht durcheinander zu bringen. Man darf dann hier nicht Körperhöhen und Seitenhöhen miteinander verwechseln.
dann eben die Mantelfläche. Die Mantelfläche bestehend aus dem Umfang und der Körperhöhe und das Ganze miteinander multipliziert und dann zum Schluss eben zweimal die Grundfläche und der Mantelfläche zusammengerechnet ergibt den Oberflächeninhalt.